عليه وصحبه وسلم سيما كثيرا ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى hat uns natürlich hier die Stunde oder den letzten Tag verborgen, subhanahu wa ta'ala. Und das hat damit zu tun, dass wir uns auf diesen Tag vorbereiten. Dass wir uns auf diesen Tag vorbereiten. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die Stunde nicht ausbricht oder dass dieser Tag, dass wir diesen Tag nicht erreichen. Weil eigentlich, barakallahu fikum, dass es so erschreckend, was passieren wird an diesem Tag. Damit man sich auf diesen Tag vorbereitet, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns Zeichen gegeben, die auf diesen Tag hindeuten. Und diese Zeichen haben die Gelehrten, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, in zwei Hauptkategorien, sage ich jetzt, geteilt haben. Und zwar kleine Zeichen und große Zeichen. Und die kleinen Zeichen wurden unter den Gelehrten so, barakallahu fikum, sage ich jetzt, geteilt. Zeichen, die schon geschehen sind und diese werden sich nicht mehr wiederholen. Und Zeichen, die geschehen sind und die werden sich wiederholen. Und Zeichen, die noch nicht geschehen. Das sind diese drei Kategorien. Und wenn man jetzt von diesen Zeichen reden würde, von den kleinen Zeichen, da braucht man so viel Zeit. Dafür, weil das sehr viel sind. Sehr viel. Und da gibt es aber, barakallahu fikum, große Zeichen für die Stunde. Und diese große Zeichen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt in einem Hadith, barakallahu fikum, sagt nachher, von Hudhayfa ibn Usayd al-Rifari. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr werdet die Stunde nicht erleben oder die Stunde wird nicht der letzte Tag wird nicht kommen, bis ihr zehn Zeichen gesehen habt. Und diese 10 Zeichen sind die großen Zeichen vor dem letzten Tag. Diese, barakallahu fikum, sind, wie ich schon gesagt habe, in dem Hadith. Und wie die Zeichen kommen. Das heißt, welches Zeichen ist das erste und was ist das zweite? Da gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen von den Gelehrten, weil uns das verborgen ist. Das wird, wie das genau sein wird. Und die beste Aussage ist, barakallahu fikum, dass diese 10 Zeichen, die sind in drei Kategorien, damit man die verbindet miteinander, okay? Zeichen, die mit der oberen Welt zu tun haben, Zeichen mit der unteren Welt, mit unserer Welt und Zeichen, die, sage ich jetzt, als Hindeutung oder Hinweis sein werden, dass die Stunde, dass der letzte Tag ausbrechen wird. Und diese Zeichen, wenn eins davon kommt, dann kommen die anderen hintereinander. Und das ist wie eine Kette. Wie eine Kette mit Perlen. Und wenn man Faden schneidet, sage ich jetzt, und die Perlen dann fallen, und das ist genau die Zeichen der Stunde und die großen Zeichen, barakallahu fikum, die der Stunde. Der letzte Zeichen von den großen Zeichen von der Stunde ist, barakallahu fikum, das Feuer, was von Jemen kommen wird und dieses Feuer wird die Leute drängen, dass sie an einem Ort kommen und das ist Ard al-Mahshar, dass sie dort versammelt werden. Da sagen die Gelehrten, das ist die letzte von den 10, was wir erwähnen werden, barakallahu fikum, sagen wir hin. Die Zeichen, die auf der Erde sind, das wird Unterwelt, was ich gerade erklärt habe,
Das erste davon ist Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Und was in oberen Welt ist, das ist, dass die Sonne vom Westen aufgeht. Dass die Sonne von Westen aufgeht. Und man hat gesagt, mit dem großen Zeichen, was sage ich jetzt als Vorstufe für den letzten Tag sein wird, das ist Ad-Dukhan, der Rauch. Und etwas ist wichtig zu bemerken, nicht vergessen. Die großen Zeichen und die kleinen Zeichen können auch, sage ich jetzt, sich überschneiden. Das wird in der gleichen Zeit passieren. Jetzt gibt es ein Thema, was wichtig ist, und zwar ist Al-Mahdi, dass Al-Mahdi kommen wird. Wer ist Al-Mahdi? Al-Mahdi ist eine Person, die Muslime führen wird. Ein Führer, ein gerechter Führer für die Muslime. Aber der stammt von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sein Name ist wie der Name vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man wird ihm Bay'a geben zwischen Al-Rukn und Al-Maqam. Das wird zwischen der Säule von Al-Ka'ba und Maqam Ibrahim, dort in dieser Ecke. Und der wird die Welt, barakallahu fikum, mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit befüllen. Al-Mahdi. Und ist Al-Mahdi denn ein Zeichen von diesen 10 Großen oder nicht? Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber eigentlich, das ist nicht von den großen Zeichen. Und bitte aufpassen. Al-Mahdi ist nicht die Person, die Schia erklären. Ne? Al-Mahdi bei Schia, der ist seit 1300 Jahren in einem Keller oder Serdab und er wartet schon der Arme. Warum lachen, Achi? Ich meine, subhanallah. Man soll die Religion von den anderen nicht auslachen, oder? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, die behaupten sowas. Die behaupten, der ist der 12. Imam von ihnen. Und der ist versteckt, der hat sich versteckt. Und der kommt jetzt nicht raus. Und eines Tages kommt er raus. Und deshalb sagen sie Al-Mahdi al-Muntadhar. Das ist der erwartete Mahdi. Aber Al-Mahdi für uns ist eine Person, übrigens die meisten auch Überlieferungen über Al-Mahdi, die sind in den Büchern von Ahl-Sunnah, nicht in ihren. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Zakallahu khairan. Das hat damit zu tun, dass vor der Stunde, dass die Zeit vor der Stunde eine sehr schlimme Zeit sein wird. Unheil wird verbreitet, Schlechtes, Böses wird verbreitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt Al-Mahdi die Muslime führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann die Erde segnen, wenn er kommt. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, Al-Mahdi ist nicht von den 10 großen, barakallahu fikum. Eins von den großen ist erstmal Al-Masih Ad-Dajjal oder der Scharlatan. Ad-Dajjal, der behaupten wird, dass er, wal-iyadu billah, der Herr ist oder Gott ist. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person etwas geben, was die anderen nicht bekommen haben, weil die Fitna von Ad-Dajjal, barakallahu fikum, die größte Fitna ist. Und jeder Prophet hat sein Volk gewarnt vor Ad-Dajjal. Jeder Prophet. Deshalb bei den Christen auch gibt es das, bei den Juden gibt es das und bei uns Muslimen. Ad-Dajjal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns erzählt, der hat kein Auge. Die linke ist nicht da und die ist weg. Der ist einäugig. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, A'war. A'war ist derjenige, der nur ein Auge hat oder der sieht nicht mit dem anderen Auge.
Und er sagt, Allah ist nicht A'war. Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, nicht wie dir. Und dieser Dajjal, barakallahu fikum, der würde zwischen Irak und Syrien im Osten rauskommen. Und am Anfang, der wird behaupten, der wäre ein Prophet und dann wird er sich entwickeln und er wird behaupten, der wird Gott. Natürlich, die Menschen, was würden sie ihm sagen? Wenn du Gott bist, dann zeig uns, dass du Gott bist. Was macht er? Der sagt der Erde, hol deine Schätze. Die Schätze kommen raus. Der sagt dem Himmel, regne. Es regnet. Eine Person kommt zu ihm, der nimmt ein Schwert. Der schneidet diese Person zwei Teile. Und dann sagt diese Person, komm zu mir. Dann kommt er. Der kommt zu einem Dorf. Der sagt ihnen, folgt mir. Die folgen ihm nicht. Der geht raus, das Dorf hat Dürre, Elend, die haben nichts mehr. Der geht zu einem Dorf und die hat nichts. Das wird Dürre, kein Wasser, kein nichts. Wenn sie ihm folgen, dann wird das zu Paradies. Der wird in seiner Hand Feuer und Wasser haben. Feuer und Wasser. Wer, pass auf jetzt, wer sein Feuer wählt, geht in die Hölle. Wer sein Feuer wählt, kommt ins Paradies. Und wer sein Wasser wählt, geht in die Hölle. Der wird außerordentliche Kräfte haben, damit die Fitna, damit die Prüfung schwerer wird für die Leute. Aber der Prophet sallam sagte, ich gebe euch ein Zeichen, was er hat. Und jeder Mu'min, ob er schreiben kann oder lesen kann oder nicht, wird das sehen. Auf sein Stirn stehen das Wort Kufr oder Kafir. Jeder Muslim wird das sehen. Man hat gefragt, oh Gesandter Allahs, wie lange bleibt er? Der sagt 40 Tage, ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und die anderen Tage sind normal. Da hat man gesagt, ja, wie sollen wir beten in dieser Zeit? Der hat gesagt, اقدروا له, das bedeutet, ihr müsst das schätzen und dann betet ihr. Wie schnell wird er sein? Der Prophet sallam sagte, das bedeutet, der wird so schnell sein auf dieser Erde. Kalreith, Al-Reith ist normalerweise Regen. Und wenn es regnet, wenn es Sturm gibt und es gibt richtigen Wind, dann geht das sehr schnell. Und so wird er sein. Er wird überall sein können, außer Mekka und Medina. Mekka und Medina. Und wenn er näher kommt, der weiß genau, Die Engel schützen Mekka und Medina. Deshalb, der darf nicht in Mekka und Medina sein. Und hier nur kurze Sache. Es gibt manche, die haben, es gab eine Person, die hieß Ibn Sa'id. Und man hat behauptet, dass der der große Scharlatan ist. Aber der war doch in Medina. Und der hat doch Kinder bekommen. Deshalb, der kann nicht der große Dajjal sein. Es kann sein, dass er Dajjal ist. Wir müssen unterscheiden im Arabischen. Auch auf Deutsch. Wenn du sagst, zum Beispiel, ein Tisch und der Tisch. Eine Person und die Person. Im Arabischen auch gibt es sowas. Wenn du sagst, Ad-Dajjal, das ist eine spezielle Person. Und das ist der große Scharlatan. Aber wenn du sagst Dajjal, das bedeutet ein Lügner. Und der Prophet sallam sagte, es werden 30 Lügner in meiner Umma sein. Jeder behauptet, der wäre ein Prophet. Und ich bin der letzte Prophet. Kein Prophet kommt nach mir. Deshalb, barakallahu fikum, Ibn Sa'd könnte Dajjal sein. Und da gibt es eine Überlieferung in Sahih Muslim, dass die Leute, Al-Jassasa, Hadith Al-Jassasa heißt das, dass die Leute... Ein Mann kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, wir waren auf einer kleinen Insel
Und dort kam zu uns so etwas wie ein Tier mit vielen Haaren und er hat uns mitgenommen und wir haben eine Person gesehen, der war gefesselt und der hat gesagt, ich bin, diese Person hat behauptet, der wäre Ad-Dajjal. Und deshalb haben die Gelehrten gesagt, wie? Wenn er Dajjal bis damals war, ist er heute da? Barakallahu fikum, das ist ein Dajjal. Der soll nicht, was bedeutet Dajjal übrigens? Der übertriebene Lügner, derjenige, der übertreibt in Lügen. Und wenn jemand sagt, der ist der Dajjal und wir wissen, dass er lügt, wie können wir das bestätigen? Deshalb braucht man nicht dieses Hadith als schwach einzustufen oder zu sagen, dieser Hadith widerspricht die anderen Hadithe gar nicht. Sondern das ist ein Wort, da erklärt man alles. Ein Dajjal lügt und diese Person, was sie getroffen haben, der war ein Lügner von den vielen Lügnern und fertig. Aber der große Dajjal, der Prophet sagt, wenn er rauskommt, dann bin ich da. Ich werde für ihn da sein. Der Prophet wird ihn ausschalten. Ja, aber wenn er später kommt, was sollt ihr machen? Nummer eins, man sollte nicht zu ihm gehen. Man sollte nicht zu ihm gehen. Zweitens, man sollte weg von ihm bleiben. Weg von ihm rennen. Sag mal, nein, ich habe richtigen Iman. Heute, wenn man nur einen Brief bekommt, dann vergisst man den Iman. Möge Allah uns bewahren. Das ist aufpassen. Drittens, und das ist das Wichtigste, die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf lernen. Das ist dein Schutz. Das ist, wenn Dajjal da ist und du liest, Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdi al-kitab wa lam naj'al lahu uwaja und so, dann hast du Schutz. Alhamdulillah, alladhi anzala abdi al-kitab wa lam naj'al die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf. Ad-Dajjal kommt zu einer Person, subhanallah, und er sagt ihm, ich bin dein Herr, ich bin dein Gott. Die Person sagt ihm, nein. Der sagt ihm, wie kann ich das sozusagen für dich beweisen, wenn ich deine Mutter und dein Vater, deine Mutter und dein Vater wieder auferwecke, wieder ins Leben bringe. Die sind tot und ich bringe sie wieder. Wirst du mir folgen? Der sagt ihm, ja. Dann kommen zwei Teufel und die nehmen Gestalt vom Vater und von Mutter, von dieser Person. Der sagt ihm, du bist mein Gott. Das ist die Fitna, das ist die Prüfung. Deshalb wir jetzt, Alhamdulillah, wir wissen, auf seinem Stirn steht Kafir, der ist A'war, einäugig. Und wir wissen, dass unser Gott nicht Ad-Dajjal ist. Und deshalb wissen wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, pass auf, man hafidha 10 Ayatin min awwal Surat al-Kahf usrima min al Dajjal. Das wäre die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf. Gelernt hat, ist geschützt vor Ad-Dajjal. Und wenn man natürlich sich auch mehr schützen will, dann sollte man nach Mekka und Medina. Wenn man sich dort aufhält, dann kommt Dajjal nicht rein. Wie wird Ad-Dajjal ausgeschaltet? Am Ende von Isa alayhi salam. Isa alayhi salam wird Ad-Dajjal töten. Deshalb zweites großes Zeichen ist Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, Jesus, wurde nicht getötet, nicht gekreuzigt und der ist nicht tot. Ja, Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm gesagt hat, Mutawaffik, ich nehme dich und rafi'uka ilayya, ich bringe dich zu mir, das wird aufheben sozusagen oder nach oben gehen.
Deshalb Isa, a.s., ist in einer Phase wie im Schlaf. Und er ist bei Allah subhanahu wa ta'ala und er wartet, Isa a.s., auf seine Mission oder auf seine Aufgabe. Wie wird das sein? Isa a.s., barakallahu fikum, der kommt zurück auf diese Erde, aber vom Himmel. Und er wird seine Hände auf die Flügel von den Engeln tun. Und der Isa a.s. wird runterkommen vom Himmel und alle Leute werden ihn sehen. Alle. Auf der ganzen Welt. Die werden ihn sehen. Und Isa wird so schön sein. Isa ist schön. Der Professor hat Isa gesehen. Und er hat uns erzählt, der ist weiß und der ist so ein bisschen rötlich. Isa a.s. Und wenn er kommt, Isa a.s., der wird das Schwein töten und das Kreuz brechen. Und der wird als Moslem kommen. Nicht als Christ oder als was anderes, nein. Als Moslem. Und als gerechter Führer für die Muslime. Und wenn er kommt, der kommt, barakallahu fikum, wo? In Damaskus. Und der kommt runter, wo die weiße Minarette in Damaskus ist. Östlich von Damaskus. Und wenn er kommt, dann kommt er und die Muslime, barakallahu fikum, bereiten sich vor für das Gebet. Wer ist der Imam von der Muslime in dieser Zeit? Al-Mahdi. Nachdem natürlich die Muslime einen harten Kampf gehabt haben mit den Kuffar, die ihren Vertrag mit den Muslimen brechen und die Muslime angreifen mit 80 Flaggen unter jeder Flagge 12.000. Und dann gibt es einen Kampf, man sagt Armageddon bei ihnen. Ja? Und das ist das. Das wird in Barakallahu Fikum an einem Ort sein, das heißt Dabiq. Man sagt, entweder ist das in Syrien, oder das ist Barakallahu Fikum in der Nähe von Medina. Entweder Syrien oder in der Nähe von Medina. Und wenn dann Isa a.s. kommt, die Leute warten auf das Gebet, dann sagt Isa, Imamukum fikum. Das wird euer Imam ist zwischen euch. Und Isa betet dann hinter Al-Mahdi. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Warum? Damit Isa a.s. zeigt, dass er keine neue Religion bringt, keine neue Lehre, sondern der Prophet s.a.w. sagte, Yanzilu achi Isa ibn Maryam hakaman adla. Isa a.s. wird vom Himmel herabkommen als gerechter Führer für die Muslime. Pass auf, nicht als Prophet mit neuen Lehren. Und natürlich Isa a.s. barakallahu fikum, damit wir das ein bisschen verknüpfen, die Muslime haben gekämpft und natürlich dieser Kampf wird sehr hart sein. Die Muslime bringen, natürlich, was ist der Grund von Kampf? Die Muslime und noch ein Verbündeter, die sind die Christen, die kämpfen gegen einen Feind zusammen. Und dann wird ein Problem geben, einer von den Kuffar, der trägt As-Salib hoch und der sagt sozusagen, lange lebe es für Kreuz. Der Muslim sagt ihm, nein, Allah subhanahu wa ta'ala, die töten den Muslim. Und dann brechen die Kuffar ihren Vertrag mit den Muslimin, die machen Ghadr und die greifen die Muslime an. Und dann kommen die Muslime bringen eine Gruppe und die Kuffar eine Gruppe als erstes. Beide bleiben von ihnen keinem. Die werden alle getötet von beiden Seiten. Dann die Muslime eine Gruppe und die Kuffar eine Gruppe. Beide. Keiner bleibt von ihnen. Keiner. Und dann die Muslime, die versammeln sich alle und die greifen die an. Und dann gewinnen die Muslime, aber jedes Haus von Muslimen hat mindestens ein Shahid
der wird getötet. Und während die Muslime sich ausruhen, dann kommt die Nachricht, Ad-Dajjal ist raus. Ad-Dajjal ist raus. Das, was wir erzählt haben. Der Prophet sallam sagte, dann schicken Sie 10 Reiter, die sind die Besten, die Besten. Ich könnte euch ihre Namen und ihr Namen von ihren Vätern und von ihren Stämmen sagen. Und in dieser Zeit, natürlich, der Ad-Dajjal bleibt, der macht sein Fitna. Dann kommt Isa a.s. Und er sagt, euer Imam ist da. Und dann betet Isa mit ihm und Isa a.s. geht zu Dajjal. Und der trifft ihn in Bablid. Bablid, entweder ist das in Palästina oder ist das in Damaskus. Und dort wird Ad-Dajjal von Isa a.s. Getötet. Und dann regiert Isa und führt die Muslime 7 Jahre. 7 Jahre. Und diese 7 Jahre, Barakallahu fikum, die sind so schöne, gute 7 Jahre, dass Khair überall ist. Es gibt Frieden. Es gibt keine Leute, die einander, sage ich jetzt, Unrecht tun. Man erzählt auch von den Tieren, dass die Tiere kein Unrecht mit den anderen Tieren machen. Bis das sich ändert. Da sagt man, der gute Mann ist verstorben, Isa a.s. Pass auf, aber jetzt, wir haben gesagt, Isa hat Ad-Dajjal getötet und Isa regiert die Muslime. Dann Allah subhanahu wa ta'ala offenbart Isa, du sollst meine Diener, du sollst die Gläubigen zu Tur Berg bringen in Sinai. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich habe Diener von mir freigelassen. Keiner kann sie besiegen. Keiner. Wer sind das? Ya'juj und Ma'juj. Man sagt Juj und Ma'juj. Gog und Magog. Ya'juj und Ma'juj. Barakallahu fikum, diese Juj und Ma'juj, was sind das? Wir lesen ihre Geschichte zwei, dreimal im Koran. Und zwar in Surat al-Kahf. Das war die Geschichte mit Dhul-Qarnayn. Die haben Unheil gestiftet, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Dhul-Qarnayn geschickt. Dhul-Qarnayn hat für sie einen Staudamm gemacht und der hat sie gesperrt hinter einem Staudamm. Was machen diese Ya'juj und Ma'juj? Die versuchen, jeden Tag rauszukommen. Jeden Tag rauszukommen. Und deshalb graben sie, graben sie, graben sie, graben sie, bis sie müde werden. Dann sagen sie, heute sind wir müde. Dann kehren wir zurück. Das sagen sie dann nicht, inshallah. Okay? Sagen sie nicht, inshallah. Und am Tage, dass sie rauskommen, die sagen, morgen machen wir weiter, inshallah. Da kommen sie am nächsten Tag und Loch ist so geblieben. Die graben ein bisschen und die kommen raus. Überlegt euch, Allah sagt Isa a.s., keiner kann sie stoppen und keiner kann sie besiegen. Deshalb sollst du die Gläubigen zur Tur gehen und dort bleiben mit ihnen. Isa sammelt alle Gläubigen und der geht zur Tur. Ja? Während Ya'juj und Ma'juj kommen. Dann, Barakallahu fikum, kommen Ya'juj und Ma'juj an Tabariya See. Tabariya See, das ist See in Palästina heute. Die ersten von ihnen trinken das, die letzten sagen, es gab hier See. Das ist ein großer See, die trinken das. Und dann kommen sie und die sagen, wir haben alle Menschen auf dieser Erde besiegt. Jetzt haben wir die Leute der Erde besiegt. Jetzt versuchen wir auch, die Himmelbewohner zu besiegen. Und sie meinen Allah subhanahu wa ta'ala. Was machen sie? Sie schicken ihre Messer und ihre Harbeschuhe. Nicht Pfeile nur, Speere. Die schicken das nach oben. Und dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala das zurück mit Blut.
Damit, sie, die haben gesagt, jetzt haben wir die Leute auf der Erde besiegt und wir haben auch die Bewohner des Himmels besiegt. Und das bedeutet auch alles besiegt. Khalas. Dann schickt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen, barakallahu fikum, etwas so wie Würmer, die kommen in ihren Hals und die sterben alle. Und dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala, lässt es regnen und die Erde wird sozusagen gewaschen, gereinigt von ihren, weil das stinkt. Isa alayhi salam und die Gläubigen sind währenddessen wo? Ein Tur noch. Dann sagt Isa, wer macht sozusagen wie Selbstmord? Und er geht, guckt, ob sie da sind oder nicht. Dann geht eine Person und dann kommt zurück, der hat gesagt, die sind weg. Und dann kommt Isa alayhi salam und regiert die Muslime weiter. Und wir haben gesagt, in Frieden und Barmherzigkeit. Und dann stirbt Isa alayhi salam. Pass auf jetzt, bis hier ist wichtig. Hein? Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt Al-Khair auf dieser Erde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das sind jetzt, wie viele Zeichen haben wir gesagt? Eins war Ad-Dajjal, Isa, Ya'juj und Ma'juj. Drei. Und wir haben gesagt, Al-Mahdi, unterschiedliche Ansichten. Armageddon oder dieser große Krieg, was passieren wird, das gehört zu Kleinen, nicht zu den Großen. Dann, barakallahu fikum, zu den Zeichen der Stunde gehört Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Was ist Ad-Dukhan? Erstmal, barakallahu fikum, فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Das bedeutet, warte, bis der Himmel eine Art Rauch bringt. Was ist dieser Rauch? Das ist nicht Rauch, was wir kennen, sondern das ist etwas, wenn, das ist so Luft, wenn die Kuffar das atmen, sterben. Und wenn die Muslime das atmen, das ist für die Muslime so, wie als ob man Schnupfen hätte. Und manche Gelehrten sagen, dieses Zeichen war schon da. War schon. Und die erzählen von einem Jahr, dass es sowas passiert, dass die Leute wie Rauch, wie eine Wolke gesehen haben. Und das war sehr schlimm für die Leute, die haben Angst bekommen. Und manche Gelehrten sagen, pass auf jetzt, das passiert. Andere sagen, das ist noch nicht geschehen. Das wird noch. Und manche sagen, wenn das auch geschah, das kann sich wiederholen. Ad-Dukhan. Und koranisch ist das belegt. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ Surat Dukhan. Ein Surah. Und der Prophet sallam sagte, ihr werdet die Stunde nicht erleben, bis ihr 10 Zeichen seht. Und eins davon ist Ad-Dukhan. Es gibt eine klare Überlieferung, und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch 3 Themen gewarnt, unter anderem Ad-Dukhan. Dann barakallahu fikum von den Zeichen Tulu'u shamsi min maghribiha. Die Sonne geht vom Westen auf. Der Prophet sallam sagte, la taqumu sa'a. Der sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Sonne vom Westen aufgeht. Subhanallah. Und der Prophet sallam sagte, 3, wenn sie passieren, dann nutzt der Seele nicht mehr die Tauba. Es gibt kein Tauba mehr. Oder Iman nutzt nicht mehr. Eins davon ist, dass die Sonne vom Westen aufgeht und einmal, das ist das Vieh, wenn das Vieh, das reden wir auch drüber. Barakallahu fikum, natürlich, wenn die Seele die Kehle erreicht, dann gibt es nicht. Der Prophet sallam sagte zu Abu Dharr, Abu Dharr, weißt du, was die Sonne macht, wenn sie untergeht? Sagte Allah wa Rasulu alam, ich weiß nicht, Allah weiß das, der Prophet weiß das. Er sagt, die Sonne, wenn die untergeht, die geht und wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala unter seinem Thron und bittet Allah darum, aufzugehen. Dann bekommt sie Erlaubnis, dann geht sie auf am nächsten Tag. Jetzt eine Frage, wie wirft sich die Sonne nieder?
Hat die Sonne Hände und Stirn und Beine und so. Das ist Allahu a'lam. Deshalb komischerweise manche Leute, wenn man ihnen Namen und Attribute Allahs sagt, die vergleichen das mit dem Menschen. Sag mal, okay, die Sonne jetzt macht Niederwerfung. Ist ihre Niederwerfung wie unsere Niederwerfung? Nein. Dann wieso, wenn wir von Allah etwas sagen, dann wollt ihr vergleichen mit den Menschen und mit den Geschöpfen? Wenn die Geschöpfe untereinander nicht zu vergleichen sind, dann wirst du mit Allah vergleichen, möge Allah uns bewahren. Dann sagt er, am Tage aber, dass sie um Erlaubnis bittet, bekommt keine Erlaubnis. Dann geht die Sonne vom Westen auf. Und wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann nutzt nicht mehr, dass man sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Das nutzt nicht mehr. Und deshalb sagen die Gelehrten hier, passt auf, dass wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann gibt es davor keine Muslime mehr. Weil der Muslime, wenn sie Sünde begehen, dann bitten sie Allah um Verzeihung, Vergebung. Aber wenn das nicht mehr nutzt, dann was machen die? Und manche sagen, doch, diejenigen, die schon Muslime sind, bleiben Muslime und die anderen, ist vorbei für sie. Und das ist Barakallahu fikum mit der Sonne. Warum wird die Taube nicht mehr akzeptiert? Passt auf Regeln. Regeln. Wenn die Zeichen eintreffen, wird die Taube nicht mehr angenommen. Die Großen oder die Kleinen, wenn ein Zeichen eintrifft, was Allah gewarnt hat. Zum Beispiel, Allah subhanahu warnt uns jetzt vor etwas. Und das passiert. Zum Beispiel, ein Volk wird gewarnt. Allah wird euch zum Beispiel bestrafen. Dann kommt die Strafe. Dann sagen sie, oh Allah, verzeih uns, nutzt nicht mehr. Möge Allah uns bewahren. Mit der Sonne, entweder davor oder danach, es gibt ein Vieh und das ist ein Zeichen, das Vieh. Das Vieh, Barakallahu fikum, das ist Allah subhanahu wa ta'ala, das im Koran erwähnt, dass ein Vieh rauskommt und dieses Vieh, das ist Dabba. Wie das aussah und aussieht und so. Die Gelehrten haben darüber viel gesprochen, aber leider die Hadithe, die man erwähnt hat, die sind nicht authentisch. Wir wissen nur, dass es ein Vieh. Was macht diese Vieh? Tachtimun Nas, das bedeutet, sie wird die Leute wie abstempeln. Du bist Heuchler, du bist Kafir, du bist Mu'min. Und wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann kommt das Vieh danach. Oder wenn das Vieh rauskommt, dann kommt die Sonne vom Westen danach. Das wird eins ist nach dem anderen direkt, diese zwei Zeichen. Und die Leute bleiben noch, die sterben nicht danach. Und man sagt, eine Person zum Beispiel kauft etwas von dem anderen und er sagt ihm, von wem hast du das gekauft? Er sagt, von demjenigen, der Zeichen von das Vieh hat, von dem Vieh hat. Barakallahu fikum, dann gibt es auch von den großen Zeichen, das ist Ad-Dabba. Danach gibt es drei Erdrutsche oder Erdsenkungen. Jetzt, ob das Erdbeben ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Chasf. Al-Chasf, was bedeutet Al-Chasf? Dass die Erde einfach nach unten geht mit den Leuten. Und das werden sehr große sein. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Ein in Osten, ein in Westen und ein in der arabischen Halbinsel. Drei. Ost, West. Aber nicht jetzt etwas Kleines. Das wird nicht jetzt wie ein Erdbeben sein und sowas. Das ist etwas Verheerendes, was passiert. Eins, zwei, drei. Wie viel haben wir bis jetzt gemacht? Nein. Und diese drei? Erstmal war Ad-Dajjal. Dann Isa. Dann Ya'juj und Ma'juj. Dann Ad-Dukhan. Dann Ad-Dabba, das Vieh. Sonne erstmal vom Westen. Und dann Ad-Dabba. Und dann die drei Erdrutsche oder Erdsenkungen. Die drei, nicht ein Zeichen, sondern jedes als Zeichen. Jetzt kommt 10. Ja, einzeln zählen. Die Erdrutsche einzeln. Noch ein Zeichen. Und das ist, was wir gesagt haben am Anfang. Alle Gelehrten sagen, das Letzte ist das Feuer. Das Feuer. Aber davor, Barakallahu fikum, gibt es etwas, das erzähle ich erstmal. Und zwar, das Feuer kommt von Al-Jemen und das wird die Leute zusammenbringen,
bis sie zum Land kommen. Und Allahu A'lam, das wird Ascham sein. Das wird Syrien sein. Dort werden die Leute versammelt. Damit die Stunde dann eintrifft. Wir haben über Isa a.s. gesprochen. Und wir haben gesagt, Isa a.s. wird die Muslime regieren. Und dann wird er sterben. Wenn Isa stirbt, was passiert? Dann kommt ein Wind von der Seite von Jemen. Und das wird die Seele von jedem Muslim, Mu'min, mitnehmen, der etwas Iman im Herzen hat. Dharra. Wenn er Dharra. Das wird Atomgewicht von Iman im Herzen hat, mitnehmen. Und dann bleiben auf dieser Erde nur schlechte Leute, böse Leute. Und bei diesen Leuten trifft die Stunde ein. Deshalb, wenn die Stunde trifft, dann bleiben nur böse Menschen. Deshalb wünschen wir uns oder bitten wir Allah, dass die Stunde nicht eintrifft, wenn wir am Leben sind. Weil dann, wenn das eintrifft und wir sind am Leben, das heißt, wir sind alle la hawla la quwwata illa billah al-ali al-azim. Das sind die 10. Barakallahu fikum, zakum lachin. Warum reden wir über die Zeichen der Stunde? Weil das unser Iman stärkt zum Teil. Nummer 1. Zweitens, barakallahu fikum, dass wir uns vorbereiten. Und wenn wir diese Zeichen sehen, die klein oder die groß, dann müssen wir zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Wir müssen Allah sozusagen richtig anbeten. Und wir wissen etwas, barakallahu fikum, dies kann so schnell sein. Die Gelehrten sagen, die Zeichen der Stunde, ich habe das gesagt, die sind wie eine Kette. Und diese Kette hat Perlen. Und wenn eins davon geht, dann kommen die anderen hinterher. Schnell. Dass diese Zeit kann so viel auf viel Dauer sein. Es kann sein, ein Zeichen kommt dieses Jahr und nach 100 Jahren das zweite. Und es kann sein, dass alles innerhalb kurzer Zeit passiert. Aber mindestens, wir wissen genau, dass Isa a.s. inshallah die Muslime regieren wird. Und solange Isa noch nicht da ist, das heißt, und Ad-Dajjal noch nicht und so weiter, da hat man immer noch Zeit, dass man barakallahu fikum Allah um Verzeihung, Vergebung bittet. Das sind die großen Zeichen und wir haben die ineinander, sage ich jetzt, zusammengepackt, damit man das weiß. Ich meine, dazwischen, ja, könnten auch noch andere Zeichen passieren von den kleinen Zeichen. Wallahu ta'ala ala wa ala.